Rivka ist nicht nur Mutter einer Großfamilie, sondern war bis vor kurzem die Büroleiterin von Israels ehemaligen Staatspräsidenten Reuven Rivlin. Sie begleitete ihn auf vielen Reisen. Unvergesslich für Rivka der Besuch bei US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus. Er kniete nieder, um ihr als Mutter von 12 Kindern seinen Respekt zu zollen.